Menschen flüchten also auch zu uns nach Deutschland und im besten Falle haben sie jemanden, bei dem sie unterkommen können. Aber es gibt natürlich auch solche, die hier ankommen und überhaupt nicht wissen, was mit ihnen passiert. Frau Stark-Angermeier, ich weiß das jetzt vom Münchner Hauptbahnhof. Dort hat die Caritas einen Infostand und dort bekommen die Geflüchteten eine erste Orientierung. Was geschieht dann? Also eigentlich muss man noch mal vorher sagen, sie kommen mit dem Zug bei uns am Hauptbahnhof an und haben da eigentlich schon einen langen Weg hinter sich. Das heißt, sie sind meist schon 3, 4, 5 Tage unterwegs und steigen bei uns aus und sind sehr erschöpft und sind ganz glücklich, dass wir einen Infopunkt haben, wo sie in ukrainischer Schrift begrüßt werden und von uns wirklich auch an dem Zug empfangen werden und mit unseren Helfern, die ukrainisch sprechen. Dort gleichzeitig auch nochmal an unseren Stand kommen und die ersten Informationen bekommen, wie es weitergehen kann. Manche möchten gerne weiterreisen, weil sie Verwandte, Bekannte, Freunde, auch viele durch berufliche Kontakte haben, die von uns, vor allem in München, weiterreisen in den Süden, viele zum Beispiel nach Portugal. Das ist ein Drittel ungefähr. Das andere Drittel hat Bekannte und Freunde, die hier in München und Umland in Bayern letztendlich auch Bezüge haben und werden dort und kommen, können dort weiterreisen. Auch nochmal, werden teilweise auch abgeholt. Und ein großer Teil, der jetzt vor allem in der letzten Phase jetzt angekommen ist, die haben gar keine Weiterreisemöglichkeit oder Ankommensmöglichkeit. Die kommen bei uns an und werden dann im Aufnahmezentrum aufgenommen in München und dann mit, je nachdem, entweder mit Bus oder auch nochmal mit Bahn, kommen die dann weiter in unsere großen Unterkunftsbereiche. Derzeit ist das große Ankunftszentrum in München eine Messehalle. Dort sind derzeit roundabout 1000 Menschen in verschiedenen Bereichen aufgeteilt, untergebracht, um eigentlich auch an einen anderen Ort kommen zu können, um, ich sage auch mal, zwischen anzukommen, um dann zu schauen, wo sie dann verbleiben können. Also das heißt, es ist immer noch eine Reise, es ist immer noch Flucht, es ist nicht zu Ende, diese Situation. Und manche kommen dann wieder auch zu uns am Infopoint wieder zurück, weil sie nicht angekommen sind, weil die Freunde nicht da sind oder weil die Menschen, die sie aufgenommen haben, mit der Situation auch überfordert waren mit dem. Und wir versuchen sie da auch einen neuen Weg zu finden, wo sie verbleiben können, auf jeden Fall registriert sind, um dann eigentlich an einer Notunterkunftsstelle einfach auch, meistens sind es dann auch nochmal kleinere Einheiten, Pfarrsäle oder auch Turnhallen, wo sie dann erstmal verbleiben können. Aber das große Thema bleibt schlicht und ergreifend, wo können sie denn, und das sage ich bewusst, sehr langfristig einfach auch hier bleiben. Das wird die große Herausforderung sein. Und darüber reden wir auch noch später in der Sendung. Herr Holt, gerade in Großstädten wie München und Berlin gab es ja am Anfang ja große Probleme. Ist das mittlerweile in den Griff? Haben die das in den Griff bekommen? Wo sehen Sie noch Probleme? Also zum einen ist es natürlich grandios, was die Caritas zum Beispiel München am Hauptbahnhof, aber generell über Bayern verteilt alle unsere Hilfsorganisationen und auch viele Ehrenamtliche leisten, gerade was die Frau Stark-Angermeier erzählt hat, die weiterreisen, die sowieso gar nicht hier bleiben wollen, die weiterreisen nach Portugal zum Beispiel, und die würde sich sonst, glaube ich, überhaupt niemand kümmern, wenn sie das nicht machen würden. Also dafür schon mal herzlichen Dank. In der Tat war es so, dass insbesondere am Münchner Hauptbahnhof die Umstände zunächst einmal wirklich menschenunwürdig und chaotisch waren. Ich habe mir selber da ein Bild davon gemacht, wie Menschen da auf dem Bahnsteig, auf dem Asphalt geschlafen haben, wie es überhaupt keine sanitären Einrichtungen gab oder nur solche auf dem Bahnhof, wo man Euro einwerfen musste, die aber auch nachts dann abgesperrt waren und ähnliche Dinge. Ich habe dann direkt vom Hauptbahnhof aus Kontakt mit der Stadtspitze aufgenommen und ich muss ehrlich sagen, die Stadtspitze hat dann wirklich relativ schnell auf
unsere Kritik auch reagiert. Es hat sich wirklich viel verbessert bei der Organisation und auch bei der Koordination. Meldekette ist eingeführt worden, eigentlich normalerweise im Nachhinein betrachtet eine Selbstverständlichkeit, dass Sie auf dem Hauptbahnhof rechtzeitig informiert wurden, wenn in einem Zug eine größere Anzahl an Flüchtlingen unterwegs sind und ähnliche Dinge. Auch dieses Ankunftszentrum, das dann erst so richtig eigentlich Fahrt aufgenommen hat und auch Flüchtlingsunterkünfte, die schnell belegbar waren. Also da ist einiges passiert. Man spricht allerdings immer davon, dass alles so unbürokratisch ablaufen soll. Da gibt es schon immer wieder auch Beispiele, dass das mit dem Unbürokratischen ganz schnell an Grenzen stößt. Momentan weiß ich zum Beispiel von einem Fall, wo eine Hotelgesellschaft ein ganzes Hotel geräumt hat und zur Verfügung gestellt hat für Flüchtlinge. Optimale Situation, die Hotelmitarbeiter machen in ihrer Freizeit, die Rezeption. Über Spenden wird alles von Hygieneartikel bis zu den Lebensmitteln gestellt. Aber man schiebt sich jetzt die Verantwortung hin und her, wer letzten Endes für die Unterkunft aufzukommen hat. Also da ist sicherlich in manchen Bereichen, gerade in der Großstadt natürlich, schon noch einiges, denke ich, zu verbessern. Ich sehe jetzt vor allem natürlich im Bund, im Zusammenspiel natürlich mit der Landesregierung, in der Pflicht, dass wir bei der Verteilung vor allem besser werden, bei der Koordinierung und bei der Verteilung. Da gibt es schon noch einiges zu verbessern.